Moin Leute, herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Zeitreise. Wir reisen nämlich circa anderthalb Jahre zurück in die Vergangenheit, um genau zu sein zum 20.07.2014. Dieser Tag hat meinen Kanal ziemlich auf den Kopf gestellt, nämlich es ist der Entstehungstag von Edgar. Ich will euch jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. Dieses Video ist aus einem damaligen Projekt und zwar Minecraft Galaxy. Ich habe auch ein paar Minuten vorgespult, denn davor ist so ein kleines Frage und Antwort, Stissel, whatever. Falls ihr die Folge komplett sehen wollt, sie ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit der Folge. Ey, der Drache ist hier nicht. Es kann doch nicht sein, dass tausende Leute sagen, Pidil, da ist er. Und dann ist der rote Drache da nicht. Wir haben nämlich unseren Drachen verloren. Das ist einfach traurig. Wir sind ganz allein. Wir haben nicht mal ein Haustier. Toll, jetzt hätte ich gern so ein Safari-Netz. Und dann würde ich mir einfach ein Schwein fangen. Und das wäre dann einfach mein neuer Drache. Warte mal, Schweine kann man doch auch satteln. Wieso haben wir... Ey, ich möchte das Safari-Netz. Und dann holen wir uns Edgar. Mann, Edgar, das Hausschwein. Das wäre auch echt. Ich muss so ein blödes Safari-Netz finden. Weil der Name ist mir einfach spontan eingefallen. Das ist mein Truhnamen. Na, man weiß ja auch nicht, was alles so weggesprengt wurde. So, einmal nach unten. Oh, ich gucke sonst einfach mal die anderen Truhen hier durch. Hier ist und wie immer Chaos in den Truhen. Da ist gar nichts drin. Hier ist ein bisschen Iron. Das kann ich dann gleich schon mal ein wenig verwursteln. Gucken wir hier nochmal schnell rein. Aber hier werden auch. Hier sind erst recht keine Safari-Netze. Überall Chaos. Jetzt nochmal hier so ein bisschen gespannt rein. Nee, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir ein paar mehr mitgebracht haben. So, weitere Fragen. Mach ich mal auf Aktualisieren. So. Hattest du schon mal einen Streit wegen YouTube? Fragt Just in Case of Madness. Meinst du mit anderen YouTubern? Also dahingehend hatte ich noch nie einen Streit. Also Herr Bergmann, Sturmwaffel und ich, wenn wir im Teamspeak sind, haben wir das eine oder andere Mal eine Meinungsverschiedenheit. Aber das sind dann keine Streits. Es ist dann einfach nur der eine... hat die Meinung, der andere das und dann diskutieren wir das aus. Ich meine, wir sind ja auch alt genug, um auch diskutieren zu können und wenn sich im Laufe der Zeit einfach rauskristallisiert, dass der andere dann doch eher recht hat, dann sagt man dann, okay Bro, okay, du hast ja recht, alles tutti frutti. Mann, ich möchte Edgar fangen. Edgar das Schwein. Aber wir haben echt keinen Safari. Doch, da oben. Oh yeah. Komm, wir holen uns Edgar. Aber zuvor... müssen wir noch mal ein paar Sachen für den Witchery Oven craften. Und zwar einmal brauchen wir eine Bucket. Dann brauchen wir noch Iron Bars. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. Mehr braucht man dafür gar nicht. Da habe ich mit Witchery angefangen, habe ich Iron nie beendet. Bars. Und damit müsste das ich eigentlich immer mit auch den schon Genen gespielt. Fertig können sein, Clay können wir auch gleich noch mal ein bisschen sammeln. Aber erstmal suchen wir uns Edgar, das Hausschwein. Wie cool. Komm her, Edgar. Din. Wo ist ein kleines Schwein? Hoffentlich kann ich das überhaupt fangen. Ah, warte mal, sind das die Mandrake Roots? Nee, das ist Iris. Ich brauche nämlich auch für Witchery so Mandrake Roots. So, da ist doch ein kleines Schweinchen. Hallo. Blup. Und da ist er. Schnell wieder zurück. Wir müssen Edgar. Weißt du, Edgar wird uns niemals verlassen. Nicht so wie diese ekelhaften Drachen. Die, ne? Die verlassen uns ständig. Oh, die das ist unser... scheißen auf uns. Unser Panzer sozusagen. Und... wieso ist mein freaking... wieso backt mein Alpha Titan im Boden? Das ist wieso ist hier alles so freaking verbuggt? Wahrscheinlich chillen meine Drachen auch irgendwo unten. Ey, ich gehe da nicht rein. Ich falle dann wieder ins Bodenlose. Das könnt ihr mega knicken. Viel wichtiger ist Edgar. Komm, Edgar. Komm mit nach drin. Hier ist sicher. Okay, wirklich sicher ist es hier nicht. Warte mal, wir müssen kurz Edgar... Warte mal. Wir nämlich in die Hege bauen. Das einfach so. Ich mach das hier mal kurz ein bisschen weg. So, komm her. Und dann vielleicht nochmal hier ein bisschen rein. Rediger Profi, ey. Alles. Ja, doch, das geht weg da. Ab in die so. Base. Packe ich hier. Nee, das mache ich erst gleich. Erstmal brauchen wir noch ein bisschen. Ist einfach so ein Chaos Bricks in der Base. Obwohl die Frage ist, davon haben wir wahrscheinlich da drin gar keine. Sondern hier klauen wir uns einfach ein bisschen Stone. Ah, ich hatte, glaube ich, auch ein System, aber dann kam okay, Creeper. Also so ein automatisches Sortierungssystem. Sehr, sehr gut aus. Digga, ich bin gerade völlig überfragt, wie Stonebricks gehen. Hä? Wie war das denn nochmal? Einfach in der Vierer Reihe. Oben links, zieh Stück. Also so. Wo seid ihr? Stonebricks. Hallo? Stonebricks Lab. Ja, ich möchte genau... Ach, Junge!
Ich möchte gerne wissen, wie man Stonebricks macht. Warte mal, muss man die nicht einfach nur nochmal in den Ofen tun? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr weiß, wie man Stonebricks einfach macht. Einfach Stone? Nein, oben. Nein, nein, pack sie zu viel. Alter Schwede. Nein, nicht so. Ach Gott. Das ist ja das richtig ist peinlich. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, das sagst du richtig. Auch Cobblestone Slab. Das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Die ganzen Sachen hier ist es. Ach, Vierer. Okay. Haben uns ja mal wieder ein bisschen blamiert. Richtiger Dummkopf. Genau. Richtiger Panik. Dann bauen wir nämlich Edgar jetzt ein schönes Domizil hier. Komm her, Edgar. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. So, am besten. Ja, am besten wäre es. Na komm. So, und dann hier in die Mitte, genau. Kommt das einmal. Zack. Auch noch hier. Und dann kommt hier die Wand. Oh. In die Wand hin. Junge, was ist das denn für ein kleines. Ich brauche ja ein bisschen mehr Platz. Ja, auf jeden Fall. Junge, das ist mein Gefängnis. Wir sind ja kein Monster. Weißt du? Bisschen Leben muss er auch. So also ein bisschen Freiraum haben. Ist trotzdem so. Voll klein. Genau, dann machen wir das mal hier alles dicht. Junge, ich bin so ein Profi-Bilder. Kein Wunder, dass ich dauernd das eigentlich auch weg. Masterbild ist gewesen. Müssen wir den Bogen nochmal machen. Weißt du, er muss es ja auch ein bisschen gemütlich muss er es ja auch haben. Ich meine, er ist unser kleines Hausschwein. Oh, ich wollte eigentlich noch Fragen machen. Weitere Fragen. Okay, Doki. Na komm, Peter, welche Farbe hat dein Computer? Raus. Grau. Mittlerweile schwarz. Keine Ahnung. Er fragt, Max Buddle, Duke, Mook, Charlotte fragt, hast du eigentlich eine Freundin? Nein, ich habe momentan keine Freundin. Und letztes hat auch jemand gefragt, du hast keine Freundin? Hast du denn einen Freund? Leute, nein, ich bin nicht schwul. Frauen sind awesome. Die Frage kommt richtig oft. Hat es sich nicht ergeben. Also was heißt richtig oft, aber immer in den ganzen Sachen. Und das macht mich so unglücklich. Nein, macht es eigentlich nicht. Ich muss eigentlich teilweise sagen, dass ich gerne Single bin. So, Edgar. Edgar, warte mal. Ich brauche einen Sattel. Ich will wissen, ob ich Edgar reiten kann. Weißt du denn, wer Edgar... Da müssten wir Edgar praktisch das Fluggehen spritzen. Und dann könnte Edgar fliegen. Warte mal, wo ist so ein blöder Sattel? Da ist ein Sattel. Hoffentlich geht das in der Welt. Nein, Edgar! Oh Gott! Nein, Edgar, du... Alter, verrückter Rabauke. Was macht er denn? Warte mal, erstmal, ich guck mal, ob ich Edgar sattel kann. Der war schon damals immer so ein bisschen suizidal. Ja! Edgar! Da sind wir. Wir sitzen auf Edgar. Din. Und dann müssen wir uns noch eine Carrot on a Stick oder so machen. Weil dann können wir... Okay, Edgar. Der hat, ich mach nochmal deinen Stall fertig. So, zack, zack, zack. Und irgendwie müssen wir dich irgendwann da mal reinbekommen. Aber du bleibst erstmal da, okay? Edgar? Okay. Alles cool, yo. Bro. Alles ist gut. Uns angucken. Alles wird gut. Wir holen irgendwann eine Karotte und dann stecken wir dich da rein. Wunderbarski. Was gibt es denn jetzt noch hier für eine Schmackhaft? Oh, ich wollte den Witchery's Oven auch noch fertig machen. Oh. Das schaffe ich doch eh nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss. Das habe ich echt begonnen haben. Und nie beendet, Witchery. Das ist echt Oven. Krass. Witch's Oven, perfekt. Zack. Und da ist er doch. Und dann ist die Frage, wo positionieren wir den? Dafür haben wollen wir den direkt bei Edgar? Riesigen nee, wir bräuchten Tierpark eigentlich schon gebaut. Mit Dinosauriern. Das war richtig krass. Kann man das auch hier alles machen? Weißt du, dann packe ich den einfach hier in die Reihe. Mache ich nochmal das hier weg. Packen wir das mit dem Das Projekt kann ich auch nur jedem empfehlen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und da ist er, der gute alte Ofen. Da können wir jetzt nochmal just for fun. Junge, kümmere dich um Edgar, der ist da ganz alleine. Ein paar Jars. Kollege, was ist da los bei dir? Die Jars müssen erstmal in den Furnace. Guck mal, da vorne. Seht ihr da auf der rechten, auf der rechten Seite, da guckt der hoch. So Circuit Plate. Da hat man seinen. Ich weiß nicht, entweder sein Hinterteil oder das Vorderteil gesehen. Oh Gott. Pack sie einfach mal weg. Okidoki. Edgar. Warte mal, ich muss Edgar einen Weg wieder nach hier oben bauen. Nein. Ach, komm, Bro, du bist echt ein bisschen... sonderlich helle bist du nicht, Edgar. Warte mal, dann geht er hier so hoch. Schweinchen. Und dann kann er hier hoch. Und dann geht er hier so hoch. Ich hätte ihn doch einfach wieder ins Safari-Netz. Ach, das sind, glaube ich, diese Single-Use-Safari-Netze. Vielleicht haben wir eine Karotte. Ja, wir haben doch eine Karotte. Edgar steht da auf Karotten, oder? Der ist doch geil. Ja, Edgar ist ganz heiß auf Karotten. Ja, komm mit. Komm mit. Oh, warte. Na, Edgar, komm. Hey, genau. Edgar? Oh. Nein. Oh. Nein! Oh, Edgar. Alter. Du bist hier völlig verrückt. So, Edgar. Na, komm. Edgar, komm mit. Wer mag die Karotte?
Wer mag die Karotte? Edgar mag die Karotte. Ja, Edgar mag die Karotte. Geh hier, komm mit. Komm mit. So, ab rein da. So, Edgar. Komm mit. Ja, wer mag die Karotte? Nee. Ja, du magst die Karotte. Edgar erinnert mich manchmal ein bisschen an Tyson. Kommst du hier rein? Ich schwöre dir. Und wenn ich dich da reinschieben muss. Edgar! Jetzt komm doch. Ich hab doch eine Karotte in der Hand. Ja, da will er wieder die Karotte. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Jetzt schiebe ich dich da einfach rein. Edgar! Und jetzt zu das Ding. Tür zu. Wunderbarski. Und da ist doch Edgar. Hier. Das Schild mal weg. Und dann. Zack. Hier wohnt Edgar. Edgar. Huh, what? Edgar. Was? Friggin' Magier ist er. Das ist, er ist super. Er kann einfach über Zäune gehen? For real, sie ist Edgar. Warte, jetzt müssen wir nochmal das hier wegmachen. Rein mit dir. So, jetzt komm hier rein. Ja, tut mir leid, dann wirst du eben. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Das ist auch so, zwei Blöcke mäßig. Und drei. Und jetzt aber. Alles dicht hier. Zack. Jetzt tut mir leid, Gefängnis. Aber ansonsten kann ich dich nicht gebrauchen. So, Leute. Eine sehr, sehr nette Folge. Keine Ahnung, mir hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar Fragen beantwortet, auch wenn ich vielleicht mal in der nächsten Folge weiter Fragen beantworte. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder lasst eine kleine Bewertung da, wenn ihr mehr solcher Fragerunden wollt. Wir haben den Witches Oven, wir haben einen Ersatz für unsere Drachen und zwar Edgar, das Hausschwein. Ja, Leute, das war die Geburtsstunde von Edgar, dem Hausschwein. Krasse Masse, ey, dass das schon anderthalb Jahre wieder her ist. Die Zeit vergeht echt wie im Fluge. Wir können noch mal kurz runterscrollen. Was die Leute denn damals geschrieben haben. Oh, von Leon Steffen ist ein vor einem Monat ein Kommentar. Alter, wer hätte da schon gedacht, dass es mal die Edgarianer gibt? Zu wenig Aufrufe. Hier auch voll krass, das ist ganz viele Kommentare. Wenn Paluten vor einem Jahr gewusst hätte, wohin ihn Edgar überall noch hin begleiten wird. Galaxy, Leben, Clash und hoffentlich noch viele weitere Projekte. Mega krass. Alter Schwede. Vor vier Monaten, wo ist denn mal so ein ganz, ganz alter Kommentar? Da hier, wer? Das war der Anfang vom heiligen Edgar. Krass. Warte mal, wir machen hier mal kurz mehr Anzeigen. Geh mal runter. Vor einem Jahr. Palle, dein Ghost Dragon chillt am Portal zur anderen Stadt. Alter Falter. Bei 526 ist links unten ein Drache. Ja, das haben wir immer ganz viel geschrieben. Da und da ist der Drache. Das ist einfach unglaublich. Warte mal, auch da 5,20, da war er. Ja gut, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser kleinen, kuriosen Zeitreise. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Ich wollte euch einfach mal die Entstehung von dem guten alten Edgar zeigen, beziehungsweise diese Folge. Das war ziemlich cool. Und ja, Leute, ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.